Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute werden wir sehr, sehr viel machen. Und zwar, wir werden eine Champions Chest öffnen, eine Wooden Whistle und dann noch ein Tierpack öffnen. Oh mein Gott, das war viel. Ja, wir werden heute ziemlich viel machen. Ja, also niemand will gegrüßt werden, warum auch immer, keine Ahnung. Der Pferdevlog bei euch ist nicht so gut angekommen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Champions Chest auf. Wir haben 2 Chesten bekommen und ich würde sagen, wir fangen mit der Weekly Chest an. Ja, wir fangen mit der Weekly Chest an. Okay, wir klicken die mal eben ganz, ganz schnell durch, so schnell es auch geht. Ja, okay. Okay, sie war, war nicht so. So gut, würde ich sagen. Naja. Mal sehen, was wir in der Champions Chest bekommen. Wir waren 51. bis 100. Platz. Bin ich ganz zufrieden mit. Ja, let's go. Okay, sind keine... Da war nichts irgendwie mit Black Pearls oder so, dass ich das schon hatte und dann irgendwie keine Ahnung. Aber naja, irgendwie sind es doch nur 13 Black Pearls geworden. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, 1% auf Black Pearls, aber das sind doch dann doch nicht nur 13. Okay, egal. Okay, ich kapiere es nicht, aber egal. Wir machen jetzt erstmal die Wooden Whistle auf und würde sagen, let's go. Okay, das Video ist jetzt fertig und wir öffnen die jetzt mal. Oh mein Gott, okay. Das ist so ein... Oh, ankommen, okay, ja. Ist jetzt nicht mein Pferd. Naja, okay, wir müssen jetzt noch die Rennen gehen, da wir dann nämlich auch noch die Belohnungen abholen müssen. Ich war nicht so gut, ich war überall über 100, das ist nicht toll gewesen, ne. Was? Oh mein Gott, wir haben es doch noch geschafft, unter den Top 100 zu sein. Hä, wie cool. Ja, bei den anderen leider nicht, wie hier, 214. Ja, wir werden es das nächste Mal besser versuchen. Diamond Cup 158, ziemlich schlecht, naja. Wir werden jetzt erstmal ein Pferd aus. Okay, Rainbow Spoil, Blueberry und Cosmo haben schlechte Werte. Das kann ja schon mal nichts Gutes bedeuten. Wir klicken aber jetzt nochmal eben ganz schnell die anderen Pferde durch und gucken, ob es da vielleicht irgendwelche anderen Pferde gibt. Irgendwie, keine Ahnung. Naja. Okay. Ich mache jetzt gleich, by the way, wieder einen Zeitraffer mit Musik hintergelegt, damit das für euch nicht so lange dauert. Naja, okay, nein. Okay, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir wohl doch Rainbow Spoiler, denn sie hat die besten Werte trotzdem. Und ich würde sagen, let's go und viel Spaß mit dem Zeitraffer. Auch wieder da. Es hat ihn, glaube ich, ein bisschen gehackt, aber okay, Platz 50, ja. Ist für den Abfall schon mal auf jeden Fall schlecht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch den Golden Cup und da werde ich auch einen Zeitraffer machen. Oh mein Gott, haben die gute Werte. Wow. Schon mal nice. Ich mache einen Zeitraffer wieder mit Musik und ich würde sagen, let's go. Ihr habt gesehen, es war wirklich kein gutes Rennen. Ich habe 2-mal verfehlt und Platz 68 ist es überhaupt nicht gut, Leute. Naja, ja, so ist es halt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch den Silver Cup und... Okay, unsere Pferde sind wieder nicht so gut. Also im Golden Cup sind die besten Werte mit den Pferden, aber in den restlichen Cups überhaupt nicht. Okay. 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 Ich mache auf jeden Fall wieder einen Zeitraffer mit Musik und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir Lila Fantasy, oder? Nee, wir nehmen Rainbow Spider. Ja. Viel Spaß mit dem Zeitraffer.
Bin wieder da und Leute, am Ende habe ich es leider verfehlt wegen diesem Kackbug. Es war wirklich unerträglich, es ist wirklich so, so blöd. Okay, naja. Ich habe jetzt nochmal gegangen und es war wirklich schlimm. Dann grüße ich doch mal jemanden von euch und zwar Luna Dream. Ja, viele sehr grüße, du bist jetzt in meinem Video mit drin. Yay. Weil wir werden jetzt noch... Okay, sie hat Internetprobleme. Okay. Und zwar, wir werden uns jetzt ein neues Tier kaufen. Und zwar, wir werden ein Pack kaufen. Und ja, sie kommt jetzt nochmal wieder wegen ihrem Internet. Okay. Ja, aber man kennt's, glaube ich, nur zu gut. Egal, wir öffnen nämlich heute, wie ihr seht, ein Lime-Pack oder Kalkpackung auf Deutsch. Ich verspreche mir jetzt wirklich nicht so viel, weil es geht allerhöchstens selten, ne? Und das ist jetzt nicht so nice, aber ich brauche das halt zum Leveln, das Pad. Und ich wünsche mir irgendwie ein Reh, aber ich glaube, ein Reh gibt es da, glaube ich, gar nicht im Lime-Pack. Naja, keine Ahnung. Okay, es gibt doch ein Reh. Ich will das Reh! Okay. Oh mein Gott. Da haben sie auf jeden Fall schon getan. Okay, so. Es ist ein Corvid, okay? Was? Was? Wir haben jetzt ein rosa Schwein bekommen. Okay. Ja. Oh mein Gott, Leute, wir haben dann eine... Oh mein Gott, wir haben eine Schweinearmee dann. Oh. Ich nenne es Rose. Ja, Rose. Oder Rose, wie man es nennt. Aber Rose klingt irgendwie besser. Und ja. Hä? Wir haben eine Schweinchenarmee. Guckt euch das mal an. Oh, wie geil. Leute, wir haben eine Schweinearmee. Hi, Lisa. Wie geht's so? Oh mein Gott, wir haben eine Schweinearmee. Ist das cool. Guckt sie euch an. Oh mein Gott, ich find's wirklich super cool. Wir haben jetzt wirklich sehr viele Schweine. Aber würde ich sagen, was gibt's dir? Ich hoffe, es gefallen, lass ein Like oder ein Abo da. Und gib für die Schweinchenarmee einen Daumen hoch.